Ah. Wer ist denn mit den unvollständigen Ecken erstmal fertig machen? So, Memo an mich. Muss fertig gemacht werden. So. Mir wird da eh nichts anderes übrig bleiben. Als dann von oben nochmal rüber zu gehen. Dass ich nichts vergesse. Weil das ist ja doch mal ziemlich schnell übersehen. So. Vor lauter Wall. Vor lauter Dingen sehe ich schon gar nicht mehr, wo was zu viel gesetzt wurde oder nicht. So, aber Holz braucht man noch mehr als Cobblestone. Natürlich scheiße. So, und Laub braucht man natürlich nochmal doppelt so viel wie vom Holz. Aber das, da mache ich mir weniger Sorgen. Das kann man ja immer ziemlich schnell abbauen. Jedenfalls, wir müssen bei den hellen Blättern bleiben, weil sonst sieht es irgendwann extrem kacke aus. So, aber jetzt hat es Heckenflair. Jetzt hat es was von der Hecke. So, und da muss ich wirklich die nächsten Male gucken, dass ich das alles voll bekomme. Mit Holz, was mit Holz voll muss. Aber da haben wir ja noch Zeit. Wir sind ja noch länger hier unterwegs mit Minecraft und deswegen mache ich mir jetzt da so keine Sorgen. Da werden sicherlich ein, zwei Holzblöcke immer dafür abspringen. So. Den Weg. Wie schnabulieren wir hier den Weg rum? Muss ich auch fast von da hinten anfangen. So, der Weg, der wird hier rüberkommen. Ja, es formt sich. Aber den mache ich heute noch nicht, oder? Oder mache ich den? Nee. Nee, nee. Aber der Kies sieht irgendwo geil aus. Das Texturenpack kann sich sehen lassen. So, da liegen Knochen und Pfeile im Gemüse. Okay, das zweite Stück ist jetzt nicht mehr so lang geworden zum, von der Aufnahme her, aber irgendwo ist dann auch mal Schluss am Tage X. So, wie gesagt, nächstes Mal wieder U-Bahn. Wenn überhaupt, wenn man nicht irgendwelche anderen Spray-Ränzchen einfallen, mache ich da irgendwo weiter. So. Ich sag da mal tschö, ich beende die Aufnahme. Entweder bis zur nächsten Folge oder noch in dieser. Das stellt sich noch wie ein Schnitt raus. Also, da sieht man dann mal. Und so, tschö. Bis zum nächsten Mal. So, hallo Leute. Willkommen zurück zu Minecraft. Hier bin ich mal wieder frisch von der Gamescom zurück. Ich habe jetzt nicht unbedingt gleich mal die 1.3.2 installiert, weil ich noch kein Texturenpack dafür bekommen hätte. Und vor allem Stress. Ich muss hier wirklich die Aufnahme hier rausprügeln, dass ich hier auch was bekomme. Oder dass ich wieder was hab. Damit ich, dass ihr nicht auf dem Trockenen sitzt mit den Folgen hier. Wäre ja auch schade. Mit der ganzen Sache. So, wir haben einiges an Holzbedarf. Vor allem auch mit Laub. Jo. Wieso habe ich dann eigentlich keine Schere am Manne? Das ist jetzt mal wieder sehr professionell von mir. So, ich hau mir was zwischen die Kiemen. Auch wenn das Fleisch recht schön vergammelt aussieht. So. Wenn ich schon Laub brauche, wieso nehme ich dann keine Schere mit? Das ist immer so eine Frage bei mir, weil immer denke ich auch nicht dran. Hoppala, das sollte nicht so sein. So, du kommst mit. Drei Scheren dürften reichen fürs Erste. Da müssen wir natürlich wieder nachkorrigieren. Und hier ein bisschen Leere in die Inventare bringen.
So, das ist die Kiste gewesen für Ding, für die U-Bahn. Die ist jetzt nicht so praktisch, wenn ich in der rumkabbel. Verrottetes Fleisch, da haben wir ja auch jede Menge mittlerweile. Weil Rottenfleisch, das schmeckt so gut. Da können wir gleich den nächsten Gammelfleischskandal produzieren. Redstone-Fackel. Wieso habe ich Redstone-Fackeln? Vor allem 17 Stück davon. Ach so, stimmt. Die habe ich gerade da raus. So, Enderaugen können hier rein. Spinnenfaden, die olle Sau kann rein. Ein Ei braucht man auch nicht. Haben wir ja zwei Stück dabei. Im Normalfalle, als Mann immer. So, den Erdklumpen nehmen wir mit. Den Knochen können wir auch noch rausschmeißen. Das machen wir auch gleich. So, dann können wir natürlich noch uns Laub auch genehmigen. Weil wir brauchen ja noch jede Menge von dem Zeug. Oh, random Blumen, cool. Geile Scheiße. So. Das Laub hat sich eh schon fast in Luft aufgelöst. Da kann ich ja gerade noch hier runterkabbeln. Da müssen wir darauf achten, dass wir ja keinen falschen Baum hier erwischen. Weil das Laub können wir, glaube ich, nicht ganz so brauchen. So, hier kabbelt man erstmal wieder alles runter. So, bababab. Im Highspeed-Verfahren schneiden wir hier den Baum zurecht. Wer knurrt mich hier an? Hier hat mich irgendjemand oder irgendwas angeknurrt. So. Ah, die Gamescom. Die hat jetzt schon gescheit reingehauen. Vor allem mit dem Folgen technisch. Habe ich jetzt 6 Tage lang nicht aufnehmen können. Also mein ganzer Vorrat schon wieder fast für den Arsch. Vor allem in Minecraft ist er total für den Arsch. Und jedenfalls, ich bin jetzt zurückgekommen, hab einige neue Eindrücke gewonnen. War ja auch auf dem, ja, Game One Stand, nennen wir es mal. Weil richtig Game One Stand war es ja nicht. War ich unterwegs, war sogar drauf, war cool. Hab leider knapp verloren. Ganz, ganz knapp. Das war so knapp. Da haben wir Videomaterial gemacht, das könnt ihr demnächst sehen. Hier auf dem Channel. Da hauen wir dann demnächst was raus. Wenn es ich nicht raushau, dann haut es Julia Trin raus. Also, dabei, wir waren ja gemeinsam oben. War eine geile Zeit. Man hat viele Spiele gesehen, angetestet. Aber die Ding waren abartig. Die Standzeiten, was du zum Teil für ein Spiel warten musstest. Ohne Scheiß, wir sind am Freitag in der Früh. Also direkt am Anfang sind wir rein. Vielleicht 5 Minuten draußen warten müssen, dass wir gleich reingekommen sind. Dann rennen wir los Richtung Halle, was weiß ich, 7 war es, glaube ich. Egal. An dem Far Cry 3 Stand. Ich wollte es anzocken, ist klar. Ich will es Let's Playen ja auch, also wollte ich es anzocken. Will mich anstellen, sehe ich einen Typen, der ein Schild hochhält. Ab hier 300 Minuten. Und da war voll. 300 Minuten Wartezeit, 10 Minuten nach Einlass. Da denkst du schon, dich trifft der Schlag. Deswegen habe ich es auch bleiben lassen, bei den großen Schlangen oder bei den großen Titeln mich anzustellen. Ein bisschen was von der Gamescom wollte ich auch sehen. Vor allem, wenn einem die Füße bluten, das ist natürlich doppelt so schön. Aber wir haben einiges gesehen. Zum Glück hat man ein paar Fastpasses. Oder 2 Stück, um genau zu sein, für, wie heißt, Star Wars The Old Republic 2, das war's, genau. Und Need for Speed Most Wanted 2, also, war geil, sind gute Spiele, kann man nichts sagen. Aber selbst mit Fastpass sind wir wie eine Dreiviertelstunde hier rumgestanden. Nett, dass hier ein Baum wächst. So voll aus dem Nichts. Ja, sind wir eine Dreiviertelstunde trotz Fastpass sind wir rumgestanden. Das ist natürlich auch nicht unbedingt prickelnd. Wenn dann so viele Fastpasses rausgehauen werden, dass du trotzdem eine Dreiviertelstunde warten musst. Aber naja, das ist die Gamescom. Da waren da doch einiges los. Große Persönlichkeiten haben wir jetzt nicht groß gesehen, außer die Leute von Game One. Alle eine Unterschrift abgestaubt, das fand ich geil. Die sind echt sympathisch, die Leute.
Müssen sie ja fast, aber so im Großen und Ganzen einfach geile Geschichte. Kein großes Gedrängel, außer jemand hat was rausgeworfen. Also das, da hat man es dann schon gekannt, dass die Leute irgendwo gierig waren, aber so eigentlich kein großes Gedrängel. Wenn dich jemand angerempelt hat, ist sofort ein Sorry dahergekommen. Es war einfach total sozial, die ganze Geschichte. Scheiß Update, ich brauche kein Update. Später, danke, zurück. So, hier weiter. Wir brauchen ja noch einiges an Laub und Baum und schieß mich tot, dass wir auch das Labyrinth fertig bekommen. Auf U-Bahn habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Vielleicht kommt die ja noch. Haben wir ja doch noch ein bisschen Zeit hier. Ich bin im Stress, ohne Scheiß. Vor allem 100er Special muss ich heute auch noch aufnehmen. Aber ich weiß noch nicht was. Aha. Aber da kommt noch was. Sicherlich. Ich habe ja während Minecraft ja immer die besten Ideen, was mir so vorschwebt und so. Ich hatte zwar gestern auch schon beim Heimfahren Gedanken, was ich machen könnte. Und ich glaube, ich werde es auch so machen. Weil doch einige Beta-Keys auf der Gamescom rausgeflogen sind. Also gute Spiele, die eigentlich erst ein paar Tage später rauskommen. Scheiße, das Spiel kommt heute raus. Haha. Kurzen Uhrencheck, dann sieht man das. Dann kommt es heute raus. Das ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Aber naja, hilft ja nicht. Dann haue ich halt das raus. Ich glaube, dass das war, das wie heute rauskommt. Oder war es ein anderer Beta-Code? Ich weiß es nicht. Gab echt gute Spiele. Free-to-play und... Ja, der Free-to-play-Sektor ist eigentlich relativ... Er wird immer besser, würde ich mal sagen. Weil, ja, mittlerweile sieht man halt, da liegt ein Geld drin. Weil es halt doch Leute gibt, die kaufen, kaufen, kaufen. Aber es sind halt Spiele, wo man sagen muss, ja, da bringt dir Kaufen nicht unbedingt was. Also keine strategischen Vorteile, sage ich mal. Und das soll eigentlich auch immer so sein. Weil sonst ist ein Free-to-Play-Spiel totaler Bockmist. Wenn du alles selber erkämpfen kannst, ist tausendmal besser. Besser, sage ich. Nicht besser, besser. Also die höhere Stufe, besser, besser. Ja, das ist die Steigerungsform. So geht das. Nee, ist schon klar, ist nicht die Steigerungsform. Aber ein bisschen geckig muss man doch unterwegs sein. So, nochmal ab durchs Gemüse. So, bis die Schere bricht. Marmorstein und Eisen bricht. Aber meine Schere nicht. So, was ist das für ein Psycholied? Weg damit. So, schon viel besser. Horrormusik. Horror. Der blanke Horror. So. Ausgesponnen. Ausgesponnen in 3D. Ja, ja. In 3D und mehr sag ich nicht. Immer doch schon wieder eine Viertelstunde auf, oder? Könnte hingehen. Bin ich mir nicht sicher. Das muss ich noch in Erfahrung bringen. Deswegen spiele ich einfach einmal weiter. Also früher oder später weiß ich sowieso, was ich nicht aufgenommen habe. Also ist mir doch Wurst. Ich mache hier jetzt einfach mal weiter fröhlich. Hier durch die Bäume schnetzeln. Und dann muss ich... Eigentlich müsste ich wirklich mal wieder Ding weitermachen. Die U-Bahn.